Hallo Kackbratzen. Es ist immer noch eine Schande, dass das kurze Leben der Dreamcast eine mittlere Katastrophe war. Es gab zwar gute Spiele, von denen einige natürlich später auch für die PS2 portiert wurden, aber das reichte leider nicht, um die vielleicht zweitbeste Konsole, die wir je hatten, einigermaßen lange am Leben zu erhalten. Wobei man ja auch immer wieder sehen muss, dass der Misserfolg Segas sich schon mit der Saturn abzeichnete und als man dann die Dreamcast veröffentlichte, eben ohnehin schon alles zu spät war. Hi, I'm Bill Waverly. And I'm Kate Gloss with All You Want to Know. Top of the news, a new champion in the war against crime. Eines dieser Spiele war das von Amuse entwickelte und im Jahr 2001 veröffentlichte Headhunter. Für viele war es das Metal Gear für die Dreamcast. Die Ähnlichkeit rührte allerdings nicht von der Story her, sondern vom Gameplay. Aber auch wenn man damals das Setting und das fast perfekte Gameplay lobte, konnte sich das Franchise nicht wirklich durchsetzen. Ein Jahr nach dem Dreamcast-Release portierte man das Spiel wie gesagt für die PS2, damit man Headhunter eben einer breiteren Masse verfügbar machen konnte, damit es nicht mit der sterbenden Dreamcast komplett dem Untergang geweiht ist. Aber die 5 Leute, die das Spiel dann auf der PS2 gezockt haben, konnten das Kraut auch nicht mehr fett machen. Immerhin waren es 4 Leute mehr als auf der Dreamcast. Der Nachfolger, der dann im Jahr 2004 für PS2 und Xbox veröffentlicht wurde, war dann ein fast kompletter Griff ins Klo und ich würde mich echt wundern, wenn das hier überhaupt irgendwer gespielt hat. Aber zurück zu einem der besten Dreamcast-Titel aller Zeiten. President Goodman today announced formation of the Anti-Crime Network, an elite force of private law enforcement operatives, to be headed by millionaire industrialist and political heavyweight Christopher Stern. Das Spiel beginnt mit einer extra langen Nachrichtensendung, das dem Spieler sehr ausführlich das neue Headhunter-Programm erklärt, das kürzlich von der Regierung eingesetzt wurde, um die Kriminalität zu bekämpfen. Grundsätzlich geht es darum, dass Verbrecher dazu gebeten werden, ihre Organe an Bedürftige weiterzugeben, um mit dieser nicht ganz so freiwilligen Geste wenigstens etwas Nützliches für die Bevölkerung zu leisten. Vermutlich muss ich nicht erwähnen, dass die Organspende den Tod der Kriminellen zur Folge hat. Insgesamt aber eine sehr pragmatische Art, um Verbrechen zu bekämpfen. Where am I? Who are you? Please, I can't remember. Während nun das Intro mit der Nachrichtensendung ziemlich ausführlich ist, erscheint die kleine Zwischensequenz, mit der unser Hauptdarsteller Jack vorgestellt werden soll, wie ein echter Witz. In einer Handvoll Sekunden wird uns erklärt, dass unser Protagonist wie in 99,9% aller Videospiele unter Amnesie leidet und sich an keinen Furz erinnern kann, was eigentlich in den letzten Monaten passiert ist. Im Krankenhaus verfolgt auch er die Nachrichten, aus denen er erfahren muss, dass Christopher Stern, der Anführer des Anti-Crime Network und Erfinder des Headhunter-Programms, das auch für die unfreiwilligen Organspenden verantwortlich ist, aus heiterem Himmel umgebracht wurde. Genaues weiß man nicht, aber man hat die vage Vermutung, dass wohl Don Fulci, seines Zeichens der größte Verbrecherboss aller Zeiten, wohl hinter dem Mord steckt. Und natürlich gibt es nur einen Mann, der dieses Verbrechen lösen kann. Darkwing Duck! Jack Wade? Stern? Eins hat unser Held mit Gedächtnisverlust definitiv mit Solid Snake gemeinsam. Sie geben beide den knallharten Burschen, der auch bei der schlimmsten Nachricht aller Zeiten keine Miene verzieht. Aber sobald eine hübsche Frau den Raum betritt, werden die Knie weich und sie brechen zusammen. In Headhunter ist es Angela Stern, die Tochter des nicht mehr ganz so lebendigen Politikers, die unseren Helden bittet, für sie zu arbeiten, um herauszufinden, wer ihren Vater getötet hat. Find my father's killer. And maybe you'll find out what happened to you. Die gute Angela ist natürlich nicht die einzige, die unseren Jack bittet, den Mafia-Boss zur Strecke zu bringen. Auch der ehemalige Chef unseres Helden kommt auf ihn zu und bittet Jack, nicht nur den Job zu übernehmen, sondern bietet ihm jede erdenkliche Hilfe an, um diesen Job auch überhaupt übernehmen zu können. Da wir ja unsere Erinnerungen verloren haben, werden wir zunächst dazu verdonnert, ein Trainingsprogramm über uns ergehen zu lassen. Das Lila genannte Ding erinnert auf erstaunliche Weise sehr stark an das VR-Schulungsprogramm aus Metal Gear. I guess it's a while since you've been in the saddle. I figure it'll come back to me. Knock 'em dead, Jack. Insgesamt kann man das Gameplay von Headhunter in 2 Kategorien teilen. Zum einen haben wir die Third-Person-Action-Phasen und zum anderen das Rumkurven mit dem Moped. Die Actionphasen sind das Kernstück des Spiels, da wir hier in erster Linie den Dingen auf den Grund gehen. Allerdings ist der Einsatz von Gewalt nicht immer die beste Lösung. Wie auch in Metal Gear verfügt unser Held über ein Radar, das uns die Positionen der Feinde verrät. Die Basis des Gameplays sind wie auch im großen Vorbild die Schleicheinlagen und Stealth-Kills und anstatt die Feinde mit Blei vollzupumpen, gilt es ihnen in erster Linie so geschickt wie möglich das Genick zu brechen.
So können wir unsere Gegner auch mit leeren Patronenhülsen bewerfen, um sie kurzzeitig abzulenken. Allerdings ist die Controller-Eingabe etwas madig, da es allzu oft vorkommen kann, dass wir aus Versehen die Waffe ziehen und den Feind eben nicht heimlich das Licht auspusten werden, was das Spiel auf unfaire Weise schwieriger macht, als es eigentlich ist. And this here is my number one lieutenant, Jack Wade. Meet Bruce. Bruce, kill Jack Wade. Generell erfordert das Gameplay ein vorsichtiges Vorgehen. Wir schleichen uns hinter Kisten oder dicht gedrückt an Wänden an unsere Feinde heran, geben ein paar Schüsse ab und verschwinden wieder hinter unserer Deckung, um dem Gegenfeuer der Feinde auszuweichen. Wer vorhin den Trainingsmodus übersprungen hat, wird sich spätestens hier in den Arsch beißen, denn abgesehen davon, dass wir uns hiermit an die leicht madige Steuerung gewöhnen können, hat der Trainingsmodus, den wir übrigens auch zwischen den Missionen starten können, einen noch viel wichtigeren Vorteil. Erstens können wir hier die Kopfgeldjäger-Lizenz unseres Helden verbessern und zweitens kann man sich damit neue Waffen und Ausrüstungen verdienen, mit denen wir die anstehende Mission etwas leichter bewältigen können. Das Problem ist nur, dass die Trainingseinheiten sackschwer sind, vielleicht sogar schwieriger als die Missionen selbst. I figured Bruce wasn't quite ready. But hey, you gotta let him make their mistakes. Else, how they gonna learn? I'd say he picked up. Crime doesn't pay. Was Headhunter aber insgesamt schwieriger macht als einen gewöhnlichen Shooter, ist nicht unbedingt dem Gameplay, sondern dem Narrativ geschuldet. Das Spiel bietet eine enorme Auswahl an sehr schlagkräftigen Waffen, mit denen man seine Feinde durchlöchern oder auch in alle Einzelteile sprengen kann. Nur gibt es da ein klitzekleines Problem. Help me! Pull me up! One good reason. I got organs. In der Welt von Headhunter ist es gesetzeswidrig, menschliche Organe zu zerstören. Schließlich können diese ja an eine bedürftige Person gespendet werden. In der Regel tötet man also seine Feinde nicht, sondern man muss es irgendwie schaffen, deren Gehirne lahmzulegen, damit dann später den Verbrechern die Organe entnommen werden können. Seht also zu, dass ihr eure Gegner nicht in Stücke ballert, sondern sie entweder betäubt oder wenigstens nur das Gehirn außer Gefecht setzt. Natürlich dürfen im Spiel auch Rätsel nicht fehlen. Hier hat man ein wenig von Resident Evil abgekupfert, sei es was das Finden und Benutzen von irgendwelchen Gegenständen betrifft, als auch das ewig nervende Backtracking, nebst dem typischen Rumschieben von Kisten. Es ist auch zwingend notwendig, jeden Winkel jedes Raums zu durchsuchen, da sich die Gegenstände nicht ausreichend von den Hintergrundgrafiken abheben und somit mit dem allgemeinen Pixelbrei verschmelzen. Es gibt vielleicht insgesamt nicht so viele Gegenstände wie in einem Resi zu finden. Allerdings ist das Rätseldesign so komplett ungeschickt gestaltet worden, dass man eine Menge Zeit verlieren wird. So hat man vielleicht eine Handvoll Gegenstände, aber keinen Plan, was man mit ihnen anstellen soll. Wie vorhin erwähnt, gibt es neben den Actionphasen auch noch Momente, in denen unser Held im Erdbeerfeld mit seinem Moped durch die Gegend gurken darf. Und wer hier denkt, dass man sich einfach auf den Sattel werfen und munter durch die Gegend fahren kann, irrt gewaltig. Wer ein Moped fahren will, muss verständlicherweise auch vorher die dafür nötigen Prüfungen überstehen. Und wäre das nicht schon schwer genug, ist das Bedienen des Motorrads fast die reinste Hölle. Man kann übrigens nicht wie in einem GTA lustig durch die Gegend laufen, wenn man mal keinen Bock auf sein Moped hat. Generell kann man erst von seinem Ross absteigen, wenn man den Ort der aktuellen Mission erreicht hat. Es ist zwar optisch ein großes Damentennis, aber der Rausch der Geschwindigkeit verliert schnell seine Wirkung, wenn man erkennt, dass es erstens nicht nur enorm anstrengend, sondern zweitens nur ein Mittel ist, um möglichst schnell von A nach B zu gelangen. Später gesellt sich dann noch ein Timer hinzu, mit dem dann das Rumkurven zu einer komplett stressigen Arbeit ausartet. Stay away from Jack Wade. He's a headhunter, old school. People he gets close to wind up dead. I can live with that. Die Grafik ist zwar nicht unbedingt eine Enttäuschung, aber man hätte auf der Dreamcast definitiv etwas Besseres erwartet. Im Unterschied zur PS2-Version verfügt Headhunter auf der Dreamcast definitiv über die besseren Texturen und Schatten, aber die Ladezeiten sind auf der PS2 deutlich schneller. Und da es eine Menge Räume gibt, werden euch die ständigen Ladepausen auf der Dreamcast den Spaß wohl schnell verderben. Aber gerade weil die Grafik nicht unbedingt hochauflösend ist und man absolut keine Liebe zum Detail in das Spiel gesteckt hat, gibt es zumindest einen sehr großen Vorteil. Headhunter lässt sich absolut flüssig und ohne großes Ruckeln spielen. Auch die Kameras flattern nicht besoffen durch die Gegend, was sich sehr positiv auf die Spielbarkeit auswirkt. Was aber ein absoluter Downer ist, ist die Qualität der Zwischensequenzen. Die sehen nicht nur heute ziemlich madig aus, sondern waren auch damals schon eine mittlere Unverschämtheit.
Wäre Headhunter ein Spiel für die käsige Saturn gewesen, hätte man das ja noch mit einem zugedrückten Auge hinnehmen können. Da aber das Möchtegern Metal Gear zu den letzten Spielen auf der gescheiterten Konsole aus dem Hause Sega gehört, hätte man sich wirklich einen bombastischen Abschied gewünscht. Viel besser schneidet zum Glück der Sound ab. In den Missionen sorgt der kraftvolle Soundtrack für die perfekte Stimmung, aber noch viel wichtiger sind die Soundeffekte. Hier solltet ihr eure Lauscher komplett aufsperren, um ganz genau auf die Schritte eurer Gegner zu achten. Sehr schön sind auch die Momente auf dem Motorrad. Die Geräusche des Straßenverkehrs wirken relativ realistisch, allerdings hört man sie kaum, da entweder der Motor alles überdröhnt oder man einfach dem coolen Soundtrack lauschen wird. The bomb's all set. All except the one on the security unit. Ramirez is gonna prime that personally. Headhunter mag sich vielleicht etwas grützig anhören, das gilt aber vielleicht nur für den zweiten Teil. Insgesamt macht das Spiel aufgrund des spannenden Gameplays eine Menge Spaß und auch wenn die Phasen auf dem Moped ziemlich anstrengend sind, wird man enorm viel Adrenalin verspüren, wenn man mit Vollspeed durch den Verkehr rauscht. Der Wiederspielwert ist allerdings so eine Sache und hängt vom jeweiligen Geschmack ab. Manche werden wohl versuchen, nach dem Spiel auch jede Trainingsmission mit Bravour zu bestehen und auch noch jede Waffe freischalten wollen. Die anderen werden Headhunter vielleicht ein- oder maximal zweimal durchzocken und dann im Regal verstauben lassen. Es bietet zwar eine perfekte Mischung aus Metal Gear mit einem Hauch GTA, solange wir uns nur auf die kurzen Motorradsequenzen beschränken, aber irgendwie fehlt dann doch das gewisse Etwas. Die Ballerei ist gut umgesetzt worden und auch das Herumschleichen ist relativ lustig, aber die Rätseleinlagen hätte man sich gerne sparen können. Wer aber auf der Dreamcast eine halbwegs gute Perle spielen möchte, da das Angebot an einzigartigen Exklusivtiteln ohnehin nicht besonders groß war, der sollte unbedingt zugreifen. Wer nur eine PS2 hat und mal einen Metal Gear-Klon spielen möchte, der weitaus weniger anstrengend ist als das Vorbild, findet mit Headhunter ebenfalls einen sehr anständigen Stealth-Action-Titel. Es ist jetzt insgesamt nichts Besonderes, aber trotzdem einen Blick wert. It's time to start over. Just you and me and a stimulator automatic. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.